Ines, 0:4, Pokal aus bei Bayern München. Wie groß ist die Enttäuschung? Ja, die Enttäuschung ist groß. Wir sind hierher gekommen, wir wollten was mitnehmen. So lange wie möglich die Null halten. Ist uns nicht gelungen, aber wir wussten, was uns hier erwartet. Aber ich denke, in der ersten Hälfte haben wir ganz gut mitgespielt. Schade, dass wir dann so ein Gegentor kriegen. Und in der zweiten Halbzeit sieht man einfach die Qualität von Bayern München. Deshalb ist es schwer, dagegen zu halten. Wir haben unser Bestes versucht. Und am Ende haben wir alles nach vorne geworfen. Dann ist höher ausgefallen, als es eigentlich der Spielverlauf gezeigt hat. Flo, 0:4 bei Bayern München. Bei dem 0:4 ist man normalerweise schwer enttäuscht. Wie groß ist die Enttäuschung nach dem Spiel? Ja, natürlich sind wir enttäuscht. Ich meine, heute ging es darum, eine Runde weiterzukommen. Das haben wir nicht geschafft und da ist die Enttäuschung groß. Trotzdem muss man halt auch sehen, gegen wen man gespielt habe und dass man meiner Meinung nach auch 2-3 Chancen gerade in der ersten Halbzeit gehabt habe. Die kriegt man nicht oft gegen Bayern. Mit ein bisschen Glück gehen die rein, dann läuft das Spiel vielleicht anders. Aber ja, im Großen und Ganzen muss man einfach sagen, selbst die B-Mannschaft von Bayern hat so eine große Qualität, dass es heute schwer war, weiterzukommen.